Hallo, liebe Freunde des Runden Leders. Ich klicke mich ja im Moment durch alle Apps und Programme und Spiele, bei denen es was zum Sammeln gibt. Ich bin mal wieder dem Sammelkarten-Warnverfahren. Habe ich aber in den 90ern schon gemacht. Mit Panini und allem. Jetzt hier haben wir Tops Kick. Das ist die letzte App im Bunde, die ich mal zumindest testen wollte. Weil ich habe gesehen, Bundesliga ist dabei. Ich habe auch das Schalke-Logo gesehen. Das gibt mir Hoffnung, dass auch die zweite Liga dabei ist mit Paderborn. So, willkommen bei Tops Kick 22. Wir wollen zumindest mal testen, was es hier so gibt. Vielen Dank, dass du dich unserer Gemeinschaft von Sammlern angeschlossen hast. So, Tops, die machen den Großteil dieser Apps. Das ist gerade von Panini. Die Apps glänzen nicht gerade mit Schönheit, aber 50.000 Mark kriegen wir hier direkt. Aber man kann relativ viel. Oh, Bundesliga-Pack direkt. Und ja, man kann relativ viel kostenlos auch machen, wenn man jetzt nicht rund um die Uhr zocken möchte. Und es sieht auch jetzt doch deutlich besser aus. Weil ich es jetzt vielleicht auch auf einem besseren Bildschirm spiele. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Das sieht auch jetzt mehr nach wirklich Sticker-Album aus, nicht nach Trading Card. Also ich habe richtig Bock. Tops Kick 22. Wollen wir mal ein paar Tage gucken, was man hier so holen kann. Ich hoffe wirklich auf zweite. Ich habe gelesen, MLS, also Major League aus den USA, Champions League und Euroleague oder so und Bundesliga. Aber Hauptsache Bundesliga, alles andere gucke ich ja sowieso nicht. So, da haben wir Niklas Süle vom FC Bayern. Timothy Chandler, das ist ja wunderbar, wenigstens ein Spieler, die ich kenne. Timothy Chandler sieht aus wie der amerikanische Bruder von Sandro Wagner, ne? Eintracht Frankfurt, Aaron Martin von Mainz, Nico Schlotterbeck, SC Freiburg und Santiago Azcaraghi. Wie man der Name sieht auch, wenn ich das Gesicht sehe, würde ich eher sagen, das ist Hans Schmidt. Oh, der Name macht natürlich einiges her. So, es scheint aber doch nur Bundesliga zu sein, aber egal, wollen wir uns ja nicht beschweren. Philipp Kostic, ja, bei FIFA. Alfred Finn Bogason, Markus Thüram, Josep Brekalo und Brian Lasme. Oder vielleicht gibt es extra Zweitliga-Packs. So, da haben wir schon mal 7 von 144, das wird wunderbar angezeigt, wie viel wir schon haben in mit Prozenten. Ich spiele auch Tops Star Wars. Tops WWE wurde leider Ende 2021 eingestellt. Das hatte ich mal vor Jahren schon gezockt. So, das hier ist jetzt, ja, das war mir bei der Tops WWE App damals schon aufgefallen. Die war nicht sonderlich gut übersetzt. Zumindest das ganze Wrestling-Vokabular. Und hier auch. Hier ist es teilweise einfach gar nicht übersetzt. Are you enjoying the latest update? Ich sage da mal nichts zu. Ich kann das noch nicht beurteilen. Ankündigen. Wir haben unsere Einstellung für E-Mail-Werbebenachrichtigung optimiert. Bla bla bla. Nein. So, das sieht doch relativ ähnlich aus. Ja, mysteriöse Schachtel. Gib mir ja diese mysteriöse Schachtel. So, Diego Rubio, Colorado Rapids. Die Amis, die kenne ich nicht. Und Bobby Wood. Ist das der vom HSV ehemals? Real Salt Lake. I'm not going to Salt Lake City. Valentin Castellanos, New York City FC. Ich höre, Soccer ist in den USA groß im Kommen, hätte irgendwie, ich weiß nicht, Eishockey oder so schon überholt. Also es wäre wohl schon die Sportart Nummer 3 oder 4 nach American Football und Basketball und wahrscheinlich Baseball, würde ich mal sagen. Eishockey ist ja, glaube ich, eher in Kanada eine große Nummer. So, jetzt haben wir hier Sebastian Driussi, wobei Toronto FC ja hier auch bei sein müsste, oder Montreal. Robert Ori Torkelson, ein schöner Name. So, das war hier eine amerikanische Sporttasche. MLS Base, da gibt es jeweils hier 140. Wie viel mysteriöse Schachteln kriegen wir? Normalerweise wird man hier, wenn man neu ist, vollgestopft, damit man Blut leckt und dann vielleicht auch echtes Geld ausgibt. So, wir haben eine neue Mystery Box zur Verfügung. Sebastian Aller von Ajax, Ajax Amsterdam. Mats Hummels, Borussia Dortmund. Cristiano Ronaldo. Kann ich die auch so ab. Deswegen müsste ich mir auch mal wieder so ein richtiges Sticker-Album kaufen. Die werden ja, glaube ich, auch mittlerweile von Tops gemacht. Ich vermisse so ein bisschen das Sticker abziehen und reinkleben. Das habe ich nie sonderlich gut gemacht oder sauber gekonnt. Aber das war immer ein bisschen dieser haptische Faktor, der fehlt. Aber das werde ich vielleicht auch bald mal wieder tun. Aber jetzt fixe ich mich im Moment erstmal mit diesen Apps hier an. Atalanta BC, Remo Freuler und Ryan Gravenberg von Ajax Amsterdam. Wir haben eine neue Mystery Box. Dann gib mal her, du. Ne, die bekommen wir einmal pro Stunde. Da kriegt man ja doch relativ viel umsonst. Aber es gibt mir sicher auch viele Leute, die da echt Geld reinstopfen. Kriegen nochmal 5000 Münzen. Das ist natürlich auch so ein bisschen Werbung für die echten Karten oder Sticker oder was auch immer. Also immer schwer auseinanderhalten. Ob es richtig klassische Sticker gibt es ja oft gar nicht mehr so. Oder nicht so oft wie die Trading Cards. Und dann ist ja auch oft noch ein Spiel drumherum gestrickt. Ich glaube, das hier ist aber einfach nur stumpfes Sammeln. Oder ne, ich glaube. Ich bin mir nicht sicher, ich bringe euch Spieler jetzt wirklich jede App, die mir irgendwie vor die Finger kommt.
Da bin ich mir schon gar nicht mehr sicher. Also das von. Ja, das hier ist Tops. Match Attacks, da kann man auf jeden Fall so Matches attacken oder machen. So, jetzt haben wir hier Missionen. Ich habe das WWE Supercard mal kurz gespielt. Da gibt es auf jeden Fall auch Matches. Das ist mir schon wieder zu anspruchsvoll. So, ich möchte eigentlich in erster Linie nur sammeln und gar nicht groß irgendwie irgendwas spielen müssen. So, das sind Missionen. Ich glaube, je länger man spielt, desto weniger kriegt man dann auch umsonst. Aber hier alle paar Stunden. Ich dachte, jetzt hätte jetzt gedacht, einmal am Tag. So, jetzt haben wir hier Roulette. Ein Spin für irgend so einen Blitz. Wir haben drei Blitze da oben. Verdienen Bonus, denke ich. Ja, mit Werbung gucken. Ach, damit finanzieren die sich. Aber nein, das möchte ich nicht machen. Vor allem nicht auf YouTube. Jalen Lindsay, Charlotte FC. City of Queens. So. Dann drehen wir nochmal am heißen Roulette-Tisch hier. Papa braucht ein paar neue Gamaschen. Ein bisschen Pinke wäre auch nicht. Pinke wäre auch nicht schlecht. Mauricio Pereira, Orlando City SC. Da sind viele Wrestler-Fans von. Ich sehe zumindest oft Social Media, dass die mit diesen Trikots rumrennen, weil in Orlando ist ja das WWE Performance Center und auch viele Wrestler wohnen dort generell. Dann drehen wir nochmal. In einer Stunde kriegen wir auch schon neue Energie. Ich will das jetzt wahrscheinlich nicht mehr als einmal am Tag spielen, aber so New York City FC, Talis Mango, Manio, wie auch immer man es ausspricht. So, keine Energie mehr. Was kann man in der Werkstatt machen? Spieler zusammenschrauben, das klingt eher nach Dr. Frankenstein. So, Kunstartikel gibt es auch. Das gucken wir uns jetzt aber mal nicht an. Warum ist hier manches rot roter Schrift hervorgehoben und manches mit blauer Schrift? Handeln können wir, möchte aber nicht. Das macht man vielleicht irgendwann, wenn das Album fast voll ist. Mir ist ja mal wichtig, dass man auch ein richtiges Sticker-Album hat. Was ja bei FIFA Ultimate Team ein bisschen abgeht. NBA 2K hat mich so angefixt, was das Sammeln angeht, weil man da halt auch so ein schönes Sammelalbum hat. Hat man das hier nicht? Wo ist das Sammelalbum? Was ist neu? Gehe zu. Mir fehlt hier irgendwie das Hauptmenü. Alle Artikel. Gibt es scheinbar auch regelmäßig was Neues. Kürzlich gesammelt. Ja, hier haben wir meine Karten. Alle Karten. Zeigt meine Sammlung. Brauche es. Ausverkauft. Was? Ach, das sind alle Karten. Nicht alle, die. Ne, meine Karten. Die ich habe. So. Warum ist das denn hier? Ach so, das ist so nach Tiers geordnet. Wie im Zoo. So. Fast 60.000 Mark, dann kaufen wir uns jetzt mal irgendwas noch. Ich habe jetzt noch nicht ganz raus, wie viel Packs ich jetzt hier pro Folge aufnehmen soll. Ich will herausfinden, ob es zweite Liga gibt. Bundesliga gibt es, Champions League gibt es und MLS Major League Soccer gibt es. Ich dachte, es gibt vier verschiedene Ligen. Wir können uns gratis Münzen verdienen, Diamanten hinzufügen. Bundesliga Store, bringing you the Bundesliga for the 2020. 22 Season, 2000 Münzen oder 1,99 €. Wer gibt denn dafür 1,99 € aus? Ich glaube, es gibt keine zweite Liga. Warum gab es denn dann das Schalke-Logo? Also ist Schalke hier in dem Bundesliga-Pack oder wird hier nicht unterschieden zwischen den Spielstufen? Aber egal. Dachte wohl, mit Paderborn und Regensburg machen sie nicht so viel Geld. So, André Kramaric zum Umdrehen antippen. Da ist aber nicht viel drauf hinten. Oliver Baumann. Alle Spieler von den Vereinen hier drin, weil man doch, das ist ja zweite Liga. Stuttgart ist ein Zweitligist. Ich komme schon ganz durcheinander. Stuttgart ein Zweit, nein, Stuttgart ist kein Zweitligist. Sorry an die Schwaben. Dedrick Boyata, gefühlt ist Stuttgart ein Zweitligist. Simon Zoller, VfL Bochum. Ja. Wo hatte ich denn das Schalke oder war das von einem Vorjahr? So, was haben wir denn hier noch im Laden? Bundesliga, MLS. Ist das das Einzige? Keine besonderen? Im MLS, es wird wohl eher von den Amis gezockt. Hier gibt es nämlich MLS, da gibt es ja einiges. Auch bei Star Wars bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten. Da gab es immer bei den Panini-Dings mehr. Aber hier gibt es wohl scheinbar regelmäßig auch was Neues, aber nicht so viel auf einmal. Aber man will es ja auch nicht zu unübersichtlich machen. Wir haben irgendeine Mission abgeschlossen, kriegen nochmal
3000 Mark. Aber ich weiß ja auch noch nicht, ob ich das jetzt hier dauerhaft spielen möchte. Ich gucke es mir einfach mal an, was das so ist. Champions League Store 2000, Mamaka. Holen wir uns nochmal eins. Um wirklich alle zu kriegen, muss man wahrscheinlich auch echt Geld ausgeben. Da sage ich oft, ich mache es nicht und tue es dann am Ende doch. Aber so, Daniel Malin, Borussia Dortmund, Oleksandr Sirota, Dynamo Kiew, Fabinho, Liverpool. Kriege ich auch mal ein Gesicht zu einigen Namen. Mamou Dahoud. Und Mats Hummels. Mats Hummels habe ich doppelt. Was mache ich denn jetzt mit den Doppelten? Werden die mir auch angezeigt, dass ich die doppelt habe, oder wandern die sofort in die Mülltonne? So, wir haben jetzt 1,0 Flames. Was macht man denn damit? Tauschrating. Lieblingskarten werden hier angezeigt. Was ist denn mit den Doppelten? So, Diamanten. Wir haben keine Diamanten. Für Diamanten muss man wahrscheinlich Geld ausgeben. Jawohl, so ist es. Für die Diamanten kann man einen Superpack bekommen mit irgendwelchen garantierten Spielern. Ich will mal hier einmal irgendeine Spezialaktion sehen. Gucken wir uns hier nochmal die Neuigkeiten an. MLS Relics, das ist noch nicht mal übersetzt. Ja, scheint wohl wirklich in den USA. Was steht da auf seinem Trikot? Bimbo? Da steht wirklich Bimbo. Das Wort hat aber im Englischen, soweit ich weiß, dieselbe Bedeutung wie im Deutschen. Oder vielleicht noch schlimmer. So. Bimbo. Raul Ruiodas, Collect All 12. Achso, das sind jetzt nur so Aufgaben. B-I-M-B-O, Bimbo war sein Name. Also, ich spreche von seinem, von der, was auch immer das auf seinem Trikot ist. Ist das eine Firma? Ist das sein Nickname? Oder? So, wir kaufen uns einfach nochmal ein Bundesliga-Set. Da weiß ich wenigstens, woran ich bin. Timo Baumgartl, möchte Sven Michel haben, möchte wenigstens ehemalige Paderborner. Jeremy Frimpong, schöne Frisur auch. Mo Simakan, oh, haben alle rote Haare hier. Leandro Barrero, das Pack der Rothaarigen bekommt. Taiwo Avoni, Union Berlin. Ich möchte jetzt aber noch ein MLB-Pack mal kaufen. Was haben wir hier? Old School Retro Designs for MLS. This set has uncommon and rare gold cards. Ja, gib mal her, du. Old School. Bill Hammett. Mal gucken, welche ehemaligen Bundesligaspieler sind alles hier in den USA angekommen. Dane, St. Clair, Minnesota United. John Araujo, LA Galaxy, Pato, Orlando City und Matheus Rosetto, Atlanta. A-Town Down. So, dann. Man kann ja hiermit auch mal schöne Spieler kennenlernen, ja. Reißt mich jetzt nicht vom Hocker, aber ist ganz nett, werde ich sicher mal wieder reingucken. In dem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.